Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bibel TV einfach anders. Heute wieder ein weiterer Teil in dieser Serie, die ich mit Chantal Frey mache. Es geht um satanisch-ritueller Kindesmissbrauch. Und heute Abend haben wir einen Gast, ist der Psychotherapeut Professor Dr. Franz Ruppert. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass wir einen solchen Experten haben, der auch mal aus dieser Sicht, aus der Therapeutenrolle etwas dazu beitragen kann, wie man sich das vorstellen kann, wie Betroffene damit umgehen. Da wird sicher auch die eine oder andere Frage geklärt werden. Und ich freue mich sehr, dass beide die Zeit sich genommen haben. Ich hoffe, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne teilen. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich kann mich nur wiederholen. Meine Motivation ist, dass wir möglichst viele Leute unterstützen können, Mut machen können, weil durch Chantal habe ich auch erfahren, dass es viele Betroffene gibt, auch den Mut haben, vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen, dass ihr immer eine größere und stärkere Gruppe werdet, dass euch das dann nicht mehr möglich ist, euch einzuschüchtern, dass und natürlich auch die Motivation, dieses Thema überhaupt anzugehen, das ja leider viele Medien nicht angehen oder falsch angehen. Das ist so meine Hauptmotivation. So, jetzt freue ich mich auf die Gäste. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Chantal und lieber Franz. Hallo, guten Hallo Abend. Zusammen. Also Chantal ist ja mittlerweile bekannt. Wir haben schon einige Serien gemacht, aber vielleicht Franz, magst du ein paar Worte über dich sagen, dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Franz Ruppert. Ich wie gesagt, bin einerseits Professor für Psychologie und andererseits bin ich Psychotherapeut, arbeite seit 30 Jahren als Psychotherapeut und ja, und aus diesem Hintergrund kann ich einiges aus von meinen Erfahrungen erzählen jetzt. Ja. Du hast ja selber auch mit Betroffenen zu tun, du begleitest diese auch, vielleicht mal als Vorfeld. Wie kamst du eigentlich auf diese Thematik, respektive wann war das erste Mal, wo du mit dem in Kontakt gekommen bist? Vielleicht mal grundsätzlich nicht. Also wer kommt überhaupt in meine Praxis? Und das ist in erster Linie, sind es Menschen, die traumatisierte Eltern haben. Mhm. Traumatisierte Eltern haben dann leider die Eigenschaft, dass sie ihren Kindern nicht die Liebe geben können und auch nicht den Rückhalt und auch nicht die Sicherheit und den Schutz, den Kinder eigentlich brauchen. Sodass man letztendlich sagen kann, also bei traumatisierten Eltern, einerseits fehlt die Liebe, oft ist es auch so, du bist dann gar nicht gewollt und drittens, du wirst auch nicht geschützt, du wirst auch nicht vor Gewalt geschützt. Mhm. Deswegen sind ja auch sehr viele Kinder sexuell traumatisiert innerhalb der Familien, sowohl eben vom eigenen Vater, vom Großvater, vom Bruder, vom Onkel, von der eigenen Mutter und so weiter. Also das ist, wenn man mal von einem für das sexuelle Trauma, kann man sagen, ist eigentlich pandemisch verbreitet, also über die ganze Welt, weil ich arbeite ja weltweit mit Menschen. Ja. Also von daher ist dieses Thema sexuelles Trauma mir sehr, sehr bekannt, da habe ich immer wieder dazu tun. Und auf der anderen Seite kommen dann aber auch Menschen dann in die Praxis, das taucht dann so irgendwann auf. Da ist es nicht nur so, dass sie also im Zuge dieses von traumatisierten Eltern dann nicht beschützt zu werden, traumatisiert werden, sondern das ist mehr dahinter. Und dann merkst du dann, okay, die sind zum Teil verkauft worden, sogar von den eigenen Eltern sind die da verkauft worden an fremde Menschen. Und dann stellt sich im Laufe der Therapie, stellen sich dann Dinge heraus und da werden plötzlich kommen dann Erinnerungen hoch, wo man also wirklich als Therapeut unheimlich schwer sich tut, das alles zu glauben noch, ja, und auch für möglich zu halten, also was da alles gesagt wird. Und ein so ein Muster, das ich dann immer wieder höre und auch dann sich zeigt in den Prozessen, ist das, ich bin ein Kind und muss als Kind erstens miterleben, wie andere Kinder getötet werden, vor meinen Augen, ich muss es sozusagen miterleben und ich werde sogar gezwungen. Also so dieses Worst Case, dass man einem Kind dann ein Messer gibt, einen Hammer oder was auch immer, um ein anderes Kind zu töten. Und das ist natürlich etwas, was so, wo man sagen kann, da wird gezielt traumatisiert. Ne? Da werden Kinder ganz gezielt traumatisiert. Da ist es auch klar, die eigene Mutter ist da im Hintergrund und das Kind ist
kriege das mit. Ich werde von meiner Mama und von Mama überhaupt nicht geschützt. Ich werde den ganzen Jahr ausgeliefert. Ja, also das sind so die schlimmsten Dinge, die ich dann so miterlebe. Und da muss man schon sagen, also als Therapeut, da bleibt ja auch manchmal der Atem stocken. Aber auf der anderen Seite, zum Glück muss ich sagen, für mich auch, ich verstehe das mittlerweile als Trauma und die Traumafolgen und das also auch, dass Täter so etwas machen, dass sie gezielt andere Menschen traumatisieren, Kinder traumatisieren, das ist natürlich nur passiert, weil die Täter massiv traumatisiert sind selbst. Also das würdest du ja nie machen. Ja? Als gesunder Mensch, psychisch gesunder Mensch, würdest du ja nie so etwas inszenieren, nie etwas sowas Kindern zumuten, auch Scheinbeerdigungen oder solche Dinge, würdest du ja niemandem zumuten, wenn du nicht selber massiv traumatisiert wärst. Also, und das hilft mir halt, das ganze Geschehen auch unter dem Aspekt von Trauma zu verstehen. Und Trauma heißt Entspaltung. Also Trauma als sozusagen, wenn jemand traumatisiert wird, dann kommt er in eine Situation, die ist für seine Psyche nicht erträglich, die kann er nicht aushalten, das kann er nicht integrieren, kann er nicht verarbeiten. Und deswegen hat dann unsere Psyche eben diese Möglichkeit der Spaltung. Also das heißt, wir können uns aus der Realität wegbeamen, wir können dissoziieren, wir können das, was wir erleben, das können wir quasi wegpacken, das können wir so abspalten, ja. Und dann ist es irgendwann auch verdrängt oder ins Unbewusste verdrängt, aber ist halt nach wie vor da. Und das ist dann das Problem, dass man es natürlich jetzt nicht wegbekommt, wenn man das wegabspaltet, sondern es bleibt da. Und dann ist die Frage, wann kommt es hoch? Ja, und die Therapie ist natürlich dann der Ort, in dem solche Dinge hochkommen können. Und dann ist dann die Frage, wie geht man da als Therapeut mit dieser Situation um? Ja, ich möchte mal nachfragen, wann warst du da, wann hast du das erste Mal diesen Kontakt gehabt? Also das hast du das schon seit sehr langer Zeit, dass du gemerkt hast, das geht in diese Richtung, wo man wahrscheinlich, wenn man das erste Ja, Mal das davon war, hört, glaube ich, fast nicht glauben kann, oder? die erste Kontakt, glaube ich, war so im Jahr 2002, 2003. Also, wo dann so eine Frau zu mir kam, die war Lehrerin, hat eigentlich so in dem Sinne gut funktioniert im System und hat da als Lehrerin gearbeitet. Und da kam in der Arbeit mit ihr kam immer mehr hoch, was verrückt war. Also, wo du denkst, was kann doch gar nicht sein und so. Und sie hat auch immer wieder so in verschiedenen Teilpersönlichkeiten war sie dann da und hat dann allmählich immer erzählt, was so ihre Mutter und ihr Vater sie mit ihr gemacht haben und was sie da ausgeliefert wurde. Ja, und dann habe ich eben damals dieses Buch von der Michaela Huber gelesen, Multiple Persönlichkeiten. Das war ja auch eines der ersten Bücher, auch im deutschsprachigen Raum, die das Thema aufgegriffen haben. Und dann ist mir immer die Scheuklappen sozusagen, habe ich dann ablegen können, habe dann gesehen, okay, das, was da beschrieben wird von der Michaela Huber aus ihren Fällen, das passt auch auf diesen Fall. Schon krass, Und ja. dann kam auch noch die Mutter, die dann irgendwann Kontakt mit mir aufgenommen hat und gesagt hat, die Tochter wäre so eine Lügnerin und so weiter. Also da habe ich dann gemerkt, oh Gott, da stichst du jetzt in ein Wespennest. Und Ein ja, also das war so gutes der erste Stichwort Fall. mit Lügnerin, das würde ich gerne mal kurz nachfragen. Das wird ja oftmals behauptet, das stimmt nicht, was die sagen, das ist alles nur gelogen und das ist Fantasie, die sind in einem, da hat irgendeine, das weiß vielleicht Chantal, wie heißt dieses Syndrom, wo da erfunden worden ist? Ja, da redet man die von dem False Memory Syndrom. Ja, genau. Das kennst du ja bestimmt, Franz, oder? Dass man ja eigentlich sagt, die Betroffenen, die haben das also suggeriert bekommen, auch eben auch Therapeuten zum Beispiel suggerieren das den Betroffenen oder irgend andere Menschen oder so. Genau, also da habe ich mir auch dann die Bücher besorgt zu diesem False Memory Syndrome und habe da mal gelesen, wie da argumentiert wird und so. Nur weißt du, warum sollte ein Mensch solche furchtbaren Dinge dann erfinden und sagen, das habe ich erlebt, das habe ich machen müssen, das ist mir gemacht worden? Das ist ja so beschämend. Also wieso soll ein Mensch sich selbst so beschämen? Ja? Weil das ist ja eigentlich auch so im ganzen Bereich mit Gewalt und Trauma und sexuellem Trauma ist es ja so, eigentlich müssen sich die Täter ja schämen. Ja? Eigentlich müssen wir sagen, schämt euch, dass ihr das macht. Ja? Oder fühlt auch ihr seid schuldig. Ja? Aber was passiert ist ja, dass die Opfer sich schämen, dass die Opfer sich schuldig fühlen, ja? Dass die Opfer erstmal bei sich die Schuld sehen, was habe ich jetzt falsch gemacht.
Oder eben auch so ein Kind, das ein anderes Kind töten muss, das sagt ja, ich bin schuld. Nicht, dass man mir das jetzt befohlen hat und mich so unter Druck gesetzt hat. Teilweise sind ja auch dann wohl Drogen im Spiel, vermute ich mal. Dass man dann sagen könnte, ja, ich bin da nicht schuld, sondern die Täter sind ja schuld. Aber das ist bei den Opfern leider dann so, die sagen, ja, ich habe es doch gemacht, ich bin doch schuld und so. Ne? Also das ist auch in der Therapie immer so ein großes Thema, dass man, also generell, dass man Menschen dann sagen, nee, du bist eigentlich gesund, weil du dich schämen kannst noch, ja, weil du vielleicht Schuldgefühle noch hast, das ist eigentlich nur ein gesunder Anteil in dir, aber in dem Fall ist es so, du bist nicht schuld und musst dich auch nicht schämen für das, was du gemacht hast und das, was dir angetan worden ist. Ja. Aber das ist grundsätzlich, kann man sagen, warum sollten Menschen etwas aussagen und sagen, wo sie so viel Scham dann dabei empfinden müssen und so viel Schuldgefühle auch selber haben. Also von daher finde ich also dieses Argument mit dem False Memory, also sehr an den Haaren herbeigezogen und eher konstruiert und eben eher dazu erfunden, um jetzt dann die Opfer unglaubwürdig zu machen und dann auch noch uns Tätern, so quasi den schwarzen Peter auch uns Tätern uns Therapeuten zuzuschieben und sagen, ja, ihr seid diejenigen, die da sowas erfinden und so. Also da würde ich auch sagen, welcher Therapeut hat daran ein Interesse? Man kann ja eher umgekehrt das auch oft sehen, dass Therapeuten sehr zögerlich sind, ja, also dass Therapeuten sich ja auch schwer tun, das Thema sexuelles Trauma anzusprechen, solche Dinge anzusprechen, dass man von den eigenen Eltern verraten wurde, verkauft wurde, weil das ja ein Therapeut ja auch erstmal nicht gerne wissen will. Und wenn man dann die Geschichten der Therapeuten sieht, ihre eigenen Familiengeschichten, dann muss man als Therapeut schon sehr an sich selber gearbeitet haben, um da so eine Offenheit auch für diese Themen zu haben. Da muss ich selber quasi meine eigene Kindheitsgeschichte so weit klar haben, dass ich diesen Täterschutz nicht mehr betreibe. Ne? Also viele Therapeuten, muss man auch sagen, betreiben, was die Eltern anbelangt, Täterschutz. Ja? Die sagen, auch der Freud hat es ja auch schon gemacht. Ne? Der Freud hat ja, das ist ja die berühmte Geschichte, dass Freud eigentlich erkannt hat, dass viele der Symptome, die Hysterie und so, wie er das damit nennt, dass das Folgen von sexuellem Trauma sind, also von sexuellem Missbrauch von Kindern. Und irgendwann hat er dann diese Theorie umgedreht und hat gesagt, nee, das sind alles Fantasien der Kinder. Also Kinder in ihrer ödipalen Phase, die haben dann die Idee, der Junge will mit seiner Mama schlafen und so und will die heiraten und so. Und deswegen ist alles, was die Kinder erzählen, ist Ausdruck ihrer ödipalen Phase und der ödipalen Fantasie. Also da ist ja die Psychologie schon selber in ihrer Tradition lange Zeit gefangen gewesen in dieser Idee, wenn die Kinder was berichten, was ihnen angetan wird, dann ist es eher ihre Fantasie und nicht Realität. Mhm. Also auch diesbezüglich ist für mich diese False-Memory-Geschichte so was Hinkonstruiertes. Was mich mal interessieren würde aus deiner Sicht, es gibt ja dann Fälle, die du gehabt hast, Betroffene. Hattest du dann auch so Geschichten mit zum Teil Behörden, die sagen, ja, das kann doch nicht stimmen. Wie hattest du sowas? Wie bist du damit umgegangen, um diese Betroffenen zu schützen? Na, habe ich zum Glück selber nicht gehabt, weil ich da nie jemand bin oder nicht jemand bin, der jetzt sagt, jetzt Mensch, jetzt musst du an die Öffentlichkeit gehen oder so. Okay. Ich weiß nur von einer Kollegin, die hatte jemand und die hat die dann auch bei sich wohnen lassen, ja, hatte großes Grundstück und hat die da und ist dann mit ihr auch zur Polizei gegangen und dann die Konsequenz war leider, dass dann bei ihr plötzlich die Radkappen, bei den Rädern so die Radmuttern dann gelockert waren. Also du lebst auch schon gefährlich, wenn du dich sozusagen hier in die Öffentlichkeit begibst, vielleicht mit der Polizei und so, da lebst du ganz schön in dem Bereich. Also dieser Bereich ist brandgefährlich, auch für Therapeuten, wenn die sich da engagieren. Also da muss man dann schon sich absichern und das tun ja auch einige. Es gibt auch in Deutschland einige, die das dann tun, die dann irgendwie selber dann irgendwas hinterlegen in einem Safe an Informationen, wo sie sagen, wenn mir was passiert, dann öffne ich den Safe und dann wird der Safe geöffnet und dann kommen die Dinge ans Licht. Also, aber ich habe das für mich dann entschieden, ich gehe dann nicht in diese Richtung, weil da, ja, ist auch die Frage, was es dann bringt, auch was es dem Einzelnen bringt. Na klar, gesellschaftlich ist es immer wichtig, dass Täter benannt werden und bekannt werden, aber für den Einzelnen
ist das dann auch wieder die Frage, was bringt ihm das persönlich weiter oder nicht? Also deswegen habe ich zwar einfach eine Entscheidung von mir. Es war eine Entscheidung von mir, weil ich mich auf den Bereich jetzt nicht, sagen wir mal, wirklich spezialisiert habe, sondern breit arbeite therapeutisch. Und deswegen, ja, kommen bei mir jetzt, muss ich ja sagen, nur auf Einzelfälle, wo ich im Laufe der Zeit merke, oh, mein, da ist dahinter, da ist so ein ritueller Hintergrund, da ist ein Hintergrund von systematischer Kindesmissbrauch und so. Und dann kann ich, zum Glück erkenne ich das dann und dann kann ich da auch entsprechend therapeutisch wieder mit den Betroffenen so arbeiten, dass ich ihnen da weiterhelfen kann. Wenn du sagst, entsprechend betreuen und unterstützen, du hast in denen, was sind jetzt das, knapp 20 Jahren Erfahrung, wo auch mit dieser Thematik zu tun gehabt hast. Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Das ist ja ein wahrscheinlich langer Prozess, Vertrauen war schon ein großes Thema, die Leute abzuholen, dann versuchen, diese Trauma aufzulösen. Kannst du das kurz schildern, wie man da vorgeht? Ja, also ich habe früher auch noch so traditionell gearbeitet. Man redet mit den Leuten, was ist los mit dir und lässt sich Dinge erzählen. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil wenn jeder, der zu mir kommt, egal erstmal, was er für einen Hintergrund hat, der kriegt immer von mir die Frage gestellt, was ist dein Anliegen heute, mit was willst du dich beschäftigen? Und dann taucht in der Bearbeitung des Anliegens tauchen dann die Dinge auf, ja. Und nachdem ich auch viel mit Gruppen arbeite und dann solche Anliegen auch in der Gruppe bearbeitet werden, dann tauchen einfach diese Themen auf. Also die Resonanzgeber, die dann für die Betroffenen dann zur Verfügung stehen, die spiegeln ihnen dann wieder und dann kann derjenige sich erkennen. Ja, und dann gucke ich halt immer, dass wenn ich das verstehe, was es da geht und auch den Hintergrund von ritueller Gewalt und so, dann sehe, dann entsprechend interveniere ich halt dann in die Richtung, die dem Betroffenen oder der Betroffenen dann gut weiterhelfen kann. Oder wenn es in der Einzelarbeit ist, weiß ich, okay, das taucht jetzt auf. Und dann ist natürlich immer wichtig, klar, dass du das auch, dass du es nicht in Zweifel ziehst. Ja, dass du den Menschen, der sich jetzt gerade öffnet und der so gerade Zugang zu seinem abgespaltenen, unbewussten Anteil gibt, dass du den jetzt dann nicht sagst, kann doch gar nicht sein und so weiter. Man sagt, okay, so ist es bei dir, du hast es ja, so kommt jetzt hoch und ich begleite dich und du kannst darauf vertrauen, dass ich dir glaube, ja, dass ich dir Glauben schenke, was du gerade da erlebst. Ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja auch ab und zu, das hat Chantal gesagt, dass so diese verschiedene Art Codewörter, wo man dann probiert, die Menschen zu programmieren anhand von irgendwelchen Mustern. Hast du das auch erlebt, dass es das gibt? Kannst du das auch irgendwie bestätigen? Man redet zum Teil so von diesem MK-Ultra. Hast du damit mal zu tun gehabt? Wie siehst du das? Ja, also nur so indirekt. Also ich weiß von der einen Kollegin, die mir das erzählt hat, also mit dieser einen Betroffenen, aber bei mir, die Menschen formulieren dann ihr Anliegen und dann im Laufe des Prozesses tauchen dann eben diese Bilder auf, also was sie erlebt haben, wo sie dann auch von Kapuzenleuten berichten, von den Altären, also all das so standardmäßig, was man auch aus der Literatur kennt. Aber jetzt so dieses im Alltag, ja, dann das ja, klar, jetzt kommt gerade das, eine Betroffene, die immer von Zeichen gesprochen hat, die Zeichen. Also wenn die Zeichen kommen und so, also das ist so ein, wär so ein Hinweis darauf, dass ihr halt bestimmte so Codes und Zeichen oder bekommt und dann darauf programmiert werden sollte. Wobei bei mir natürlich auch immer so ist, dass offenbar die Menschen, die zu mir kommen, die sind schon draußen aus dem Ding, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also ich habe jetzt mit jemandem gearbeitet, der ist in der ehemaligen DDR und hat seine Mutter, die Mutter war Prostituierte und hat sich sozusagen den Lebensunterhalt dadurch verdient, wenn da Messe war, von den Leuten aus dem Westen kommt, hat sie dann als Prostituierte gearbeitet und hat aber auch ihren Sohn dann verkauft. Und da wurde dann klar, das muss was auch mit Geheimdienst zu tun haben. Die hätten den dann wohl reinschleusen wollen ins Militär auch. Also erstmal so quasi mal testen, was hält der alles aus, ja, womit kann man den konfrontieren, dass man ihn dann so quasi höher in die höheren Ränge dann bringen könnte und so.
Und warum der eigentlich, das, vielleicht hat es mal dann das was mit der Wende zu tun gehabt und so, oder was, warum der dann da verschont geblieben ist, weiter in diesem System zu sein. Ich habe mit ihm mal drüber geredet und irgendwas hat er gesagt, er hat sich dann geweigert, irgendwie ins Militär zu gehen, obwohl er eigentlich dafür also drin ausgebildet worden ist in dem Sinne. Ne? Also so grundsätzlich, aber habe ich den Eindruck, dass die Menschen, die dann irgendwie zu mir kommen, dass die schon aus dem System irgendwie rausgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und das System vielleicht den Zugriff auf sie verloren hat oder sie eben nicht mehr, also quasi, ich kenne das auch, da kamen schon auch Leute zu mir irgendwann mal, wo man den Eindruck hatte, die sind noch im System drin. Ja? Also die sind noch, also ein Teil von ihnen geht in Therapie und der andere Teil ist aber noch verfügbar für Okay. das System. Ja? Aber das im Was Laufe wäre der Zeit Das ist wäre irgendwie. dann die Bestätigung, was auch Chantal gesagt hat, mit diesen verschiedenen Mustern oder auch Zeichen. Das hast du ja, Chantal, auch so beschrieben, dass man versucht, die Menschen da mit irgendwelchen Triggern gefügig zu machen, weil du hast auch gesagt, du hast dann wie zwei Leben. Das eine dann eher diese rituelle Gewalt, wo man erlebt, und das andere als ganz normales Kind. Das kannst du so wahrscheinlich noch bestätigen, oder, Chantal? Ja, genau. Das habe ich eben, ich rede ja da von Tag- und Nachtleben oder von einer Parallelwelt, in der ich gelebt habe und ich, ja, und auch, oder auch andere Betroffene. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, weil das deckt sich eigentlich mit der Aussage jetzt auch von beiden, dass es so entspricht. Ich habe auch in der Literatur und sonst gelesen, wenn ich nachgeschaut habe, dass eben so Codewörter zum Teil gebraucht wird, mit einem bestimmten Wort oder so, dass du in bestimmte Situation kommst oder Rolle und das dann missbraucht wird, für irgendwas zu erleben, weniger Schmerzen zu empfinden und so weiter und dann natürlich auch nichts weiterzusagen und dann gar nichts zu sagen, was du erlebt hast. Das ist dann sicher auch ein Teil. Und was du vorher auch gesagt hast, hat der Chantal auch erwähnt, du wirst, es wird entschieden, bist du ein Opfer oder ist es gut, für weiterzugehen, um diesen Mensch auszubilden. Das sind ja die zwei Möglichkeiten. Und Also ja, also ich habe dann auch den Eindruck, die dann so auch in der Therapie dann landen und so, die haben dann irgendwie anscheinend so es geschafft, auch ein Teil von sich selber ist dann so stark auch als Persönlichkeit, um dann auch wieder für sich selbst ein Stück weit gut sorgen zu können. Also das, ja, also also ich glaube, die reinen Opfer, die gehen halt in diesen ganzen Kontexten, die gehen dann wirklich zugrunde und sterben wahrscheinlich dann auch. Ja. Du hast ja auch Kontakt mit Kollegen, wo du dich austauschst und so weiter. Kannst du etwas dazu sagen in Bezug auf, klar, Anzahl Fälle weiß man nicht, aber ich denke, es hat wahrscheinlich viel mehr Fälle von Betroffenen, als dass wir momentan annehmen können. Oder wie ist da deine Wahrnehmung von Erfahrungen mit Kollegen? Na, erstmal war es bei mir so, also dass ich, als ich so die ersten Fälle hatte und dann hat sich das anscheinend irgendwo rumgesprochen auch, ja, so, der nimmt Menschen an, die da so den Hintergrund haben. Und dann kamen plötzlich viele in meine Praxis, immer mehr, und dann habe ich irgendwann von meiner Seite den Stopp gesagt, ich kann das nicht. Also ich kann diese intensive Betreuung von vielen Menschen gleichzeitig, das kann ich gar nicht leisten, ja. Und dadurch ist mir aufgefallen, dass es dann auch regional so bestimmte, sage ich mal, Nester gibt, ja, also wo dann anscheinend irgendwelche solche Zentren sind, in denen dann so Kultstätten sind oder wo dann da so Orte sind, wo dann vermehrt dann Kinder auch da aus dieser Region kommen und so oder missbraucht werden. Und da habe ich dann irgendwie für meiner Seite auch beschlossen, ich kann da maximal ein, zwei Fälle pro Jahr dann machen und mir geht nicht, ja, weil ich diese intensive Betreuung gar nicht leisten kann. Und dann gibt es eben andere auch in Deutschland, und ne, es gibt auch diese Zeitschrift Trauma und Gewalt, da kann man ja auch mal, gibt so Sonderhefte zu diesem Thema rituelle Gewalt. Und da kann man sehen, Gabi Breitbach wird da immer wieder erwähnt und in Norddeutschland gibt es auch jemand, also Süddeutschland, Deutschland, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Auch die Michael Huber hat sich ja teilweise darauf spezialisiert und so. Und das musst du wirklich dann machen. Ja, und wenn du das machst, dann glaube ich, dann kannst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr retten
vor Nachfrage, wenn sich das rumspricht, dass da jemand da ist, der dir helfen kann. Ja, weil es ist ja, wir versuchen das ein bisschen aufzudecken und miteinander zu reden. Ich habe es mit Chantal besprochen. Sie kann es natürlich auch nicht so bestätigen, aber es gab mal, glaube ich, diesen Ansatz von unglaublichen 1%, die irgendwie damit zu tun haben könnten. Das heißt, mit Chantal, das hast du damals erwähnt, da gab es ja, hast du es, glaube ich, weiß nicht, ob du das im Buch auch geschrieben hast, 1% ist unvorstellbar, von 100 Kindern eins, das in diesem unglaublichen Szenario gequält werden, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber so wie auch Franz gesagt hat, es ist schwierig mit dem Thema umzugehen, weil man wird relativ schnell mal unter Druck gesetzt. Es ist ein heißes Eisen, man wird bedroht, diffamiert, Journalisten verlieren den Job. Da kann wahrscheinlich Chantal auch sagen, das ist nicht ohne, aber deshalb möchte ich ja die Leute animieren und motivieren, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil wenn wir alle einfach wegschauen, dann haben diese Betroffenen einen sehr schwierigen Stand. Ja, also ich finde es auch sehr mutig, muss ich auch sagen, von Kolleginnen vor allen Dingen, die sowohl auch sind, in Deutschland kenne ich es halt, die sich dann diesem Thema wirklich auch widmen mit ihrer ganzen beruflichen Existenz und dann auch entsprechend Artikel schreiben oder auch entsprechend in die Öffentlichkeit gehen. Also das ist Bedarf, muss man wirklich sagen, es bedarf auch da Mut dazu, ja, weil die auf der anderen Seite, wenn Täter so weit gehen, ja, dass diese Grausamkeiten dann begangen werden. Und neulich hat mir jemand erzählt, er hat es wohl miterlebt, wie ein Hund ein Kind dann zerfleischt hat und so. Also das sind so furchtbare Dinge, kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann kann man natürlich vorstellen, dass diese Art von Tätern keine Hemmungen haben, jeden aus dem Weg zu räumen, der, vor dem sie irgendwie meinen, da müssen sie jetzt Angst haben, der würde was aufdecken und ans Licht holen und so. Also da vorsichtig zu sein und ist schon wichtig, ja. Also auch für uns Therapeuten ist es sehr, sehr wichtig. Absolut. Chantal, da möchte ich mal fragen zu diesem Thema. Siehst du das dann vom einzelnen Täter, dass die Gefahr ausgeht, oder könnte das eher die ganze Organisation sein, weil da sind ja zum Teil Menschen integriert mit viel Macht und prominente Menschen. Ich glaube, das ist, wie würdest du das einstufen? Also die Gefahr geht wirklich von Organisationen aus und nicht nur von einem Einzeltäter. Und ich verstehe das wirklich, also es braucht extrem viel Mut und bestimmt auch für Therapeuten, das verstehe ich sehr gut. Und ich weiß ja auch von zum Beispiel von Staatsanwaltschaft oder so, die auch, die eigentlich diese Dinge aufdecken wollen, die werden genau auch, wie der Franz jetzt da erzählt, und bedroht oder die Kinder werden bedroht oder die Familie wird bedroht und so. Und das braucht enorm viel. Das braucht enorm viel. Aber das ist ja das, was sie auch wollen, oder? Durch diese Bedrohung, dass man eben schweigt, dass nicht nur wir Betroffenen schweigen, sondern dass eben auch die Therapeuten schweigen, weil die Therapeuten ja auch so viel wissen, weil Betroffene ja hingehen und dort erzählen. Und das bleibt dann in diesem Schweige, weiß ich was, Bad, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und das ist ihre mächtigste Waffe, die sie haben, das Schweigen, die Leute zum Schweigen bringen, oder versuchen zum Schweigen bringen. Und das ist ein Balanceakt, das ist Wahnsinn. Also für uns Betroffene auch öffentlich zu gehen, aber eben auch so für Therapeuten oder Anwälte oder Journalisten oder so, da haben wir auch schon darüber geschwätzt, dass es wirklich, es braucht enorm Mut und dennoch ist es einfach aus meiner Sicht her total wichtig, wenn man irgendwie ja, die Kraft dazu hat oder wenn es, also natürlich, es muss ja für einen stimmen, das ist klar. Aber ja. Gibt also als Betroffene tut mir das jetzt auch sehr gut von dir her, Franz, dass du auch auch gewisses ja auch da bestätigen kannst, dass auch du Menschen zu dir in die Therapie kommen, die auch diese Dinge berichten. Ich denke auch andere Betroffene, die da jetzt zuhören, dass es wirklich gut tut, weil es ist einfach für uns eine Bestätigung, nee, wir leiden nicht unter einer Irgendwahnvorstellung und nein, auch keine Suggestion, sondern es ist real, diese Dinge, die wir erlebt haben. Und ja, danke, ich danke dir ganz,
herzlich dafür, dass du das auch hier so als Statement gibst. Grundsätzlich kann man einfach nur sagen, ich jetzt zum Beispiel mir sagen, ich würde nie jemandem irgendein Trauma einreden, ja, also wollen. Ja, das ist klar, das ist Täterschutz, das ist klar, das ist eine Theorie, die Täter schützt, das ist klar. Ja. Das ist, Aber es macht es eben auch sehr schwierig, Entschuldigung. ja, alles gut, sag nur. Ja, es macht es eben auch sehr schwierig, wenn da mit dieser False Memory immer argumentiert wird, weil also für uns Betroffene auch auf einen Therapeuten oder Therapeutin zuzugehen, weil die ja auch unter dem leiden, allenfalls, dass ihnen dann eigentlich gesagt wird, hey, geht es eigentlich noch, ihr seid schuld am Zustand von euren Klienten. Also das ist so, auch das ist wieder eigentlich eben Schutz von den Tätern und das ist auch so ein schwieriger Teufelskreis, um da rauszukommen. Ja, also man kann wirklich sagen, so wie es auch in den Familien meistens ist, die Täter, die können schalten und walten, wie sie wollen in den Familien, wenn die dann Missbrauchstäter sind, auch so, und da wird weggeschaut, da schaut die eigene Mutter weg und dann auch die Lehrer und alles nicht, also selbst das Jugendamt teilweise also man in den Familien sind die Täter geschützt und leider ist es wohl auch in der Gesellschaft so, dass je schlimmer ein Täter ist und je mächtiger natürlich auch so Täter sind, je mehr sie Einfluss haben, je mehr sie politischen Einfluss haben, je mehr sie Geld haben, umso weniger trauen sich dann die Opfer, sich zu zeigen. Und es gibt so viele Mittäter. Ja? Auch wenn ich schweige, bin ich ja in dem Sinn auch schon Mittäter. Ja? Wenn ich dann wegschaue oder bagatellisiere und sage, das ist nicht, dann bin ich im Grunde bin ich schon Teil dieser Täter-Opfer-Dynamik und als Mittäter mit dabei. Ja, also das ist eine Traumalogik. Ja. Also das ist im Grunde, mir fällt es deswegen leicht, das alles zu durchschauen, weil ich Trauma verstehe, ja, und weil ich diese Verdrängungsmechanismen, die wir Menschen dann haben und diese Täterschutzprogramme und diese Opferhaltungen und auch die Täterhaltungen, weil ich das alles so verstehe, fällt es mir leicht, das alles zu durchschauen. Aber wenn jetzt ein Kollege, eine Kollegin, und die therapeutisch arbeitet, so mal so von Trauma noch nicht so viel Ahnung hat und auch die Traumalogik nicht durchschaut, ich glaube, dann bist du verloren. Dann bist du auf diesem Gebiet verloren. Ja? Deswegen vielleicht darf ich auch noch was sagen, was ich mir so überlegt habe, woher dieser Satanismus-Gedanke eigentlich kommt oder diese Ideologie von Satanismus, weil im Grunde ist es ja, kann man es ja auch aus der Traumalogik nur verstehen, weil das ja alles Menschen sind, die haben auch eigene Traumata erlebt, die haben also, Trauma heißt immer auch Schmerz, ja, heißt Todesangst und Schmerz und so. Und da gibt es ja verschiedene Wege, dann damit umzugehen. Das eine ist, das einfach zu verleugnen, zu verdrängen. Es gibt keinen Schmerz, es ist nichts passiert, es ist alles nicht. Die andere Lo Auflösung von Schmerz ist dann chemisch zu machen, dann nimmt man Drogen oder man nimmt Medikamente. Und dann gibt es auch so vielleicht noch so die Auflösung, dass meine Mama mich nicht liebt und verrät, das liegt nicht an ihr, sondern es liegt an mir und ich muss jetzt quasi meine Mama retten und so. Also ich bin jetzt ganz gut und bin ganz guter Mensch und so und helfe dann dem Täter. Oder dass man auch so die spirituelle Lösung sucht, ne, dass das vom Gute vom Außen kommt, dass irgendjemand hilft, der liebe Gott oder irgendjemand, der Kosmos, der einem helfen könnte, jetzt über den Schmerz hinwegzukommen. Und dann gibt es eben auch diese Lösung, die vermeintliche Lösung dieses Schmerzthemas. Ja, gut, wir machen uns, stumpfen uns gegen Schmerz ab. Also wir fügen uns selber so viel Schmerz zu, dass wir so abgestumpft sind, dass wir es nicht mehr spüren und dass wir gar nichts mehr fühlen. Und das funktioniert ja auch, ne? Also wenn dir viel Schmerz angetan wird und das, dann irgendwann spürst du es nicht mehr. Oder wenn du dann viele Dinge miterlebst, die normalerweise einen gesunden Menschen zum Erbrechen bringen oder sagen, das kann doch gar nicht sein und das ist falsch und so, dass du dann so abgestumpft bist und so gefühllos bist, dass du die schlimmsten Dinge machen kannst, ohne noch mit der Wimper zu zucken und so. Und von daher auch so die Idee besteht, ja, das Problem ist, dass wir noch fühlen. Ja? Und wie können wir quasi eine Menschheit heranzüchten, die nicht mehr fühlt? Also die quasi dann diejenigen sind dann diejenigen, die besten Menschen sind dann die, die gar nichts mehr fühlen können, die die schlimmsten Dinge machen können, ohne noch ein Mitgefühl zu haben und so. Das ist, glaube ich, so diese
satanistische Schiene, die Verehrung sozusagen des Bösen als die Rettung der Menschheit. Also das geht ja ein bisschen in die Richtung. Ja. Die Menschheit ist deswegen im Moment so schlecht drauf, weil so viele Menschen noch fühlen und Mitgefühl haben und Schmerz spüren. Und wir müssen quasi jetzt eine Elite schaffen, die völlig schmerzfrei ist und die in dieser Schmerzfreiheit alles Mögliche machen kann an schlimmen Dingen, ja, ohne dass man sagt, das ist schlimm. Und ich glaube, das ist so die Traumalogik in Bezug auch auf diesen Satanismus. Ich finde es interessant, wie du das mal so erklärst. Ich glaube, kann man so auch zusammenfassen, dass man versucht, den Menschen die ganze Empathie abzutrainieren, also null Empathie. Und wenn ich keine Empathie mehr habe, dann ist mein Gegenüber eine Ware, ein Projekt, ein Produkt, was auch immer. Und wenn man mich entsprechend programmiert und sagt, so, jetzt töte diesen Menschen, dann sagst du, ja, mach ich doch. Ja. Ist ja nichts dabei. Genau, also dich hält nichts mehr ab. Also du bist quasi nicht mehr jetzt durch Mitgefühl oder durch Rücksichtnahme auf irgendjemand, bist du nicht mehr von irgendwas abzuhalten. Ja, also damit bist du quasi derjenige, der ja dann so mächtig ist, der sagt, ich kann alle töten und das macht mir trotzdem nichts aus. Ich kann die Welt in Schutt und Asche legen, aber ich werde davon nicht berührt. Ja, also das ist eigentlich so das Ideal, was ja auch viele leider auch im kleineren Maßstab ja auch die Opfer oft auch haben. Ja, ich bin traumatisiert worden und jetzt muss ich anfangen, stark zu sein. Stark zu sein und darf man nichts mehr, darf eben nicht mehr schwach sein. Ja, so. Und das ist ja auch, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen, das Gefühl von Ohnmacht. Ja, es gibt nichts Schlimmeres für uns Menschen, als dieses Gefühl von Ohnmacht zu haben. Ja. Und deswegen versucht man mit aller Gewalt, ne, teilweise diesem Gefühl der Ohnmacht zu entkommen. Ja, bloß nicht wieder ohnmächtig zu werden. Ne. Und vielleicht noch eins, was glaube ich wichtig ist zur Aufklärung, dieses Thema, warum wird es eigentlich so Mother of Darkness? Warum ist das eigentlich so ein Ideal? Also, dass man eine Mother of Darkness schafft, ja. Mutter der Dunkelheit, der Finsterheit. Weil es im Grunde um das Mutter-Kind-Verhältnis geht. Weil im Mutter-Kind-Verhältnis jedes Kind liebt seine Mama. Und wenn deine Mama dich nicht liebt und dich verrät, dann ist das sowas von schmerzhaft für ein Kind. Ja? Es ist eigentlich so, man kann sagen, der größte Schmerz, psychische Schmerz für Menschen, von der Mutter nicht geliebt zu werden, abgelehnt zu werden oder eben sogar verkauft zu werden. Und dieser Riesenschmerz, ja, dann zu sagen, okay, meine Mama ist nicht die liebe Mama, die ich mir immer so wünsche, sondern meine Mama ist eben diese Mama of Darkness. Das ist die schwarze Mutter. Und das ist quasi dann das Ideal, ja, dass man dann nicht mehr an die liebe Mama glaubt, sondern an die schwarze Mama, ja, und sagt, okay, die Mütter sind schwarz, ja. Und die sind eben so hart, die müssen auch so hart sein zu ihren Kindern. Also es fügt sich für mich alles so Also in es wäre so wie ein diese Logik des Vorbild, Traumas. absolutes Vorbild. Die Mutter ist mein Vorbild und wenn die jetzt auf so eine andere Art und Weise funktioniert, dann wäre dann das Vorbild, eben diese Darkness, Mother of Darkness, das würde dann wieder Sinn machen. Gleichzeitig muss ich stark sein und darf keine Schwäche zeigen, Gefühle zeigt man auch nicht und die Empathie geht dann auch flöten und dann erübrigt sich das andere. Das ist das, was auch Chantal erwähnt hat. Das geht über Generationen, dass man das immer weitergibt. Und das würde das Ganze ja auch untermauern, deine These, dass es genauso ist, dass das von einer Generation zur anderen weitergetragen wird. Ja, also das beobachte ich häufig. Also allein schon der familiäre sexuelle Missbrauch, dass der auch über Generationen geht. Also die Mütter sind schon traurig, die Großmütter schon und die Mütter wieder und dann findet der Missbrauch vor den Augen der Mutter statt und die sind blind dafür und kriegen es nicht mit und so. Also versteht man alles aus der Traumalogik heraus. Ne? Und das im Grunde kann man ja auch sagen, dass so viele Mütter auch in unserer heutigen Gesellschaft traumatisiert sind und auch traumatisiert werden, auch teilweise dann auch allein die Geburtsmedizin wieder traumatisiert werden und so. Also wir haben hier einen rapiden Verlust von guter Mütterlichkeit seit vielen
Jahrhunderten schon, ja, in unseren Gesellschaften. Und deswegen, ja, geht es leider in diese falsche Richtung weiter. Und wir bräuchten unbedingt, wir bräuchten unbedingt wieder eine gesunde Mütterlichkeit, ja, und wo Mütter auch wirklich in der Lage sind, ihre Kinder erstens offen zu sein, liebevoll auch annehmen zu können, die Kinder zu schützen, vor Tätern zu schützen. Und im Endeffekt kann man sagen, eine gesunde Gesellschaft gibt es nur dann, wenn es ein gesundes Mutter-Kind-Verhältnis gibt. Und wenn man sich da anschaut, auch weltweit, wenn ich mir das anschaue, da sieht es also wirklich leider sehr dunkel aus, ja. Deswegen ist mir das ja auch so wichtig, darauf hinzuweisen, dass eigentlich wenn wir von Erlösung sprechen, ja, wo kommt das Heil her oder wo kommt die Heilung her, dass es aus meiner Sicht nur über eine gesunde Mutter-Kind-Bindung sein kann und dass gesellschaftlich alles dafür gemacht werden muss, um einfach Mütter und Kinder zu schützen und ihnen den Raum zu geben, Entwicklungsraum zu geben, in denen eine gesunde Mutter-Kind-Bindung sich entwickeln kann. Ich finde, ich persönlich habe mich total abholen können und dass man das auch besser verstehen kann, dieses fast unmögliche Thema zu verstehen. Chantal, wenn du das so hörst, ich gehe davon aus, da findest du dich wieder im Sinne von, was du erlebt hast. Kannst du das so bestätigen? Ja, also wo du das gesagt hast, eben mit der Mutter, also es ist ja auch so, dass ja in diesen Kreisen ja extra diese Bindung versucht, dass sie die zerstören. Und es ist ja auch so, dass in diesen Kreisen, auch wenn man schwanger ist, ja, und dann ja auch als Mutter ja halt Gewalt erlebt, dass es ja auch genau wahrscheinlich, also ich bin ja nicht Psychologin, aber dass es dann ja eben schon an dieser Bindung da zwischen Kind und Mutter ja eigentlich schon gebrochen wird, oder? Also schon traumatisiert wird, so wie du das gesagt hast. Und das Ja, ist dort, und ja. deswegen ist es auch so wichtig, dass man so, auch jetzt, wenn man es therapeutisch betrachtet, ursachenorientiert rangeht, weil wenn du als Kind entstehst, egal ob deine Mama traumatisiert ist oder ob die schon in diesem Kult drin ist und so, aber du als Kind bist voller Liebe für deine Mama, ne? Also deswegen arbeite ich auch therapeutisch daran, dass die Menschen wieder ein Reset machen können, ja, auch die Betroffenen ein Reset machen können. Und diese ursprüngliche Liebe fühlen können in sich, ja, dass sie voller Liebe sind und diese Liebe geht in Richtung Mama, was natürlich dann schmerzhaft ist, dass es nicht hingeht, aber trotzdem ist dieses Liebesfähigkeit da und dass ich diese Liebe letztendlich dann auf einen selber richten kann. Also, dass ich sage, okay, ich bin als Kind entstanden auch voller Liebe und ich kann diese Liebe jetzt zumindest mir selbst geben, ja, und zu merken, ich bin nicht schuld an dem, was mit mir gemacht worden ist, bin nicht schuld, was die Mama mit mir gemacht hat, was die anderen mit mir gemacht haben, sondern bin eigentlich in dem Sinn ein ganz normales Kind voller Liebe und sich diese Liebe selbst jetzt geben zu können. Das ist so grundsätzlich nämlich im Prinzip in der Therapie und das wende ich dann auch auf Menschen an mit schwersten Traumatisierungen. Ich habe noch eine Frage, wenn du auch erlaubst, Roger. Ja, logisch, klar. Und zwar habe ich das richtig verstanden. Also, Franz, du sagst, dass die Täter ja selber auch traumatisiert sind. Das habe ich auch als Betroffene so erlebt. Allerdings habe ich auch erlebt, und ich würde das eigentlich auch behaupten, dass es auch Täter gab in meinem Täterkreis, die wirklich ein Täterherz hatten. Das beschreibe ich auch so in meinem Buch, die sich aus meiner Sicht tatsächlich einfach dafür entschieden hatten, diesen Weg zu gehen. Weiß ich was, die bekommen Geld dafür, die bekommen Macht dafür und so weiter und einfach dann vielleicht aus diesem Teufelskreis heraus gar nicht mehr rauskommen. Und was meinst du dazu, zu Täter mit Täterherz? Ja, also jeder von uns kann ein Täter werden, wenn er Traumaopfer ist, wird jeder von uns auf die eine oder andere Weise Traumatäter unterschiedlichen Ausmaß. Und eben dieser Punkt nicht, wenn deine Mama dich nicht liebt, dich zurückweist, dann bist du erstmal wütend, ja, und bist wütend auf sie und dann protestierst du. Wenn aber die Mutter dann darauf nicht reagiert und im Gegenteil sogar noch dann noch gewalttätiger wird, dann fängt irgendwann mal an, auch ein Mutterhass sich zu entwickeln, ja. Und dieser fundamentale Mutterhass, glaube ich, ist die Grundlage dafür, dass dann sich dieses Täterhass, Herz entwickelt, wo du sagst,
wenn meine Mutter schon nicht für mich da ist, dann wird niemand für mich da sein. Und wenn meine Mutter mich schon liebt, dann gibt es überhaupt keine Liebe. Also dieses zu sagen, es gibt keine Liebe auf der Welt, weil meine Mutter mich nicht geliebt hat, ist die Grundlage, glaube ich, für dieses Täterherz, wo du dann anstelle eben, dass du sagst, jetzt suche ich mal jemanden, der mich liebt und guck mal, sondern dass du dann eben deine Überlebensstrategien auf Macht und Kontrolle über andere und Konsum und Geld und so setzt. Also dass für dich dann Konsum zum Liebesersatz wird, dass dann letztendlich du ja die Idee hast, wenn du berühmt bist, wenn du mächtig bist, dann wirst du vielleicht auch bewundert und geliebt. Dass also dass dieses Surrogat für Liebe, die Anerkennung, dass man danach strebt. Und letztendlich auch natürlich dieses Rachemotiv eine große Rolle spielen. Also ich räche mich stellvertretend von meiner Mutter. Da ist ja oft ein ganz großes Tabu drauf, ja, die eigene Mutter zu töten und der was anderes tun. Aber stellvertretend für meine Mama töte ich dann andere Frauen oder ich tue auch anderen Kindern dann das an, was mir selbst schon angetan worden ist. Also ich glaube nicht, dass es eine reine Einstellungssache ist, dass ich sage, okay, jetzt werde ich Täter und dann lasse ich mich da bezahlen dafür und bin entsprechend korrupt und so weiter. Also das allein reicht nie aus. Das reicht nicht aus. Also du musst selber eine Geschichte haben, indem du diese tiefe Enttäuschung, diese tiefe Wunde erlebt hast, dass du nicht geliebt worden bist von deiner Mutter. Der Vater spielt ja oft dann auch eine unrühmliche Rolle, der die Kinder dann auch klein macht und verrät und verkauft und so. Also, dass da so eine dunkle Seite in dem Kind dann entstanden ist, dass dann diese dunkle Seite nutzbar ist und ausnutzbar ist und sich dann auch diejenigen finden. Man muss ja auch sagen, wie finden denn die Leute sich? Das ist ja auch so ein Resonanzprinzip, ja. Also, sag mal, die Leute mit Licht im Herzen finden sich. Ich glaube, deswegen sind wir ja hier zusammen, ne? Weil irgendjeder von uns hat irgendwie so dieses Licht in seinem Herzen und hat Liebe irgendwo und ist in Kontakt mit der Liebe. Deswegen haben wir uns irgendwie gefunden hier. Und ich denke, genauso finden sich diejenigen, die diese schwarze Seite in ihrem Herzen haben, diese Enttäuschung, diesen Hass, dieser Glaube, dass es keine Liebe gibt und nur das Böse uns Menschen reagiert und alle Menschen eigentlich im Grunde auch im Kern böse sind und so, dann finden die sich ja auch wieder. Das ist auch ein Resonanzprinzip, glaube ich, das hier wirksam ist. Was mich auch noch interessieren würde, es gibt ja doch, es sind über 1000 Zuschauer jetzt dabei. Wie geht man am besten um, wenn man irgendwas mal vermuten würde oder man hat das Gefühl, sieht komisch aus oder das Kind verhält sich irgendwie. Hast du da irgendwelche Ratschläge oder Tipps, wie man da am besten damit umgeht? Weil das ist ja ganz ein heikles Thema. Das ist ein absolut heikles Thema und selbst die Jugendämter, die ja dafür zuständig wären, nicht? Wenn da solche Auffälligkeiten sind oder Lehrer, die dann was ans Jugendamt vielleicht melden könnten und so, die brauchen dann auch eine Spezialtruppe, ja, um dann, wo ein Einzelner gar nicht mehr alleine dann vorgeht, sondern da müssen sich welche zusammentun, die müssen sich gegenseitig Support geben, die müssen sich gegenseitig rückversichern, wenn dann zu einer Konfrontation kommt mit dem Täter und wenn dann sagen wir, dahinter noch mehr als nur ein Einzeltäter steckt in der Familie, dann, also das kann ein Einzelner nicht leisten. Da bräuchte es eigentlich gesellschaftlich auch eine Institution, die dann in solchen Fällen ansprechbar wäre. Also man weiß, wenn da so ein Verdacht ist, da ist eine Gruppe von Leuten, die sind so ausgebildet, die sind so auch abgesichert, die könnten dann mit solchen Fällen dann auch umgehen. Aber das ist ja wieder die Problematik, dass wir haben, dass gewisse Organisationen leider, muss man sagen, ge gewisse Täter auch decken. Das erfährt Ja, man immer oder wieder. auch teilweise, was ich auch schon gehört habe, teilweise unterwandert werden. Also wenn die Täter merken, da tut sich was, dann schleusen die ihre eigenen Leute in solche Organisationen ein. Und was man weiß, Polizei, Justiz, ich will jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster legen, selbst Kinderschutzbund habe ich schon was in die Richtung Leuten hören und so. Also das ist leider so nicht so ein, das ist halt das, was diese ganzen Täterstrukturen ausmacht, was ich nenne Täterhaltungen, dass diese Täterhaltungen dann so ausgeprägt sind, dass die halt dann ja, selbst den Widerstand oder die Aufklärung auch wieder unterwandern und versuchen, wirkungslos zu machen. Also wir bewegen uns hier wirklich in einem sehr, sehr
schwierigen Feld, das muss man wirklich sehen. Und da jetzt so zu hoffen, da gibt es eine einfache Lösung dafür. Dazu sind die Netzwerke, die diese Täter schon aufgebaut haben, die sind massiv, ja, die sind sehr stark. Ja, es ist ein großes Problem, dass das natürlich ist. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit solchen Gesprächen, die wir heute führen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, den einen oder anderen motivieren können, den Schritt zu gehen, vielleicht einen Therapeuten aufsuchen oder auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil ich glaube, es braucht immer mehr Menschen, die zusammenstehen können, die sich in Gesetzesresonanz dann treffen können, sich austauschen können, vielleicht Organisationen bilden können, weil die sind zum Teil alleine auf weiter Flur. Und da muss man natürlich sagen, Chantal, ich kann dir nicht genug wiederholen, Respekt, was du da machst, für die Betroffenen, aber natürlich auch für dich selber, um das aufzuarbeiten. Da kann man nur sagen, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, was das für dich für einen Weg gewesen war, diesen zu gehen und jetzt hier halb anonym vor der Kamera zu sein und zu sagen, was Sache ist. Und was ich einfach die Probleme sehe, ist natürlich diese Kinder, die sind, wenn ich das von Chantal erfahren habe, die haben das, hast das Gefühl, das sind ganz normale Kinder. Denen merkst du nichts an, da siehst du nichts. Und die sind so gut organisiert, das haben wir beim anderen Teilen besprochen, weil viele sagen doch, das ist doch gar nicht möglich, das würde man doch merken, das würde man sehen. Und wenn man dann plötzlich weiß, dass die ganze Organisation da ist, vom Transport zum Polizei bis zum Richter, zum Arzt, zum Klavierlehrer und zum Lehrer, zum Teil alle mit dabei sind, dann funktioniert das eben schon. Und das ist das, was man nicht glauben kann, dass es sowas gibt. Und da schalten viele Menschen ab und sagen, hör doch auf, das ist doch gar nicht möglich. Und das ist schade, dass man das nicht daran glauben kann, dass es sowas gibt, um dann vielleicht auch diese Kinder zu schützen. Und das ist das Wichtigste, denke ich, dass wir die Kinder schützen, weil die können sich nicht wehren. Also das ist wirklich wichtig, nicht? Also das, ich glaube auch, dass das die Psychologie, die so vorherrschend ist und auch normale Menschen sozusagen dann denken, immer so denken, wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, ja, und da ist dann äußerlich, da ist auch innerlich ein Mensch da drin, ja. Aber das stimmt ja nicht, ne? Also du hast äußerlich einen Menschen vor dir, aber da können 10 Innenpersonen drin stecken, weil unsere Psyche eben diese Fähigkeit hat, sich so aufzuspalten, so in verschiedene Unterstrukturen zu aufzuspalten, dass wir unheimlich anpassungsfähig sind, ja, dass wir uns an alles Mögliche anpassen können, eben mit bestimmten Strukturen, und deswegen können ja auch die Täter, die können ja so nach außen auch wieder so freundlich sein, ne? Die können ja so charmant sein teilweise, die können so zu täuschen glaubhaft sein, ja, also als ich zum Beispiel diese Mutter, die mich dann angerufen hat und gesagt, ja, meine Tochter lügt in der Jucke voll und es stimmt alles gar nicht und so. Und da hatte ich dann hinterher, ach, hat sie jetzt doch recht vielleicht? Und vielleicht tue ich jetzt da zu Unrecht, da irgendwie Vermutung haben und so. Und ich musste ehrlich sagen, ich musste hinterher duschen, weil ich so ein unangenehmes Gefühl dann hatte, ja, und so ein widersprüchliches Gefühl. Also auch die Täter können es ja unheimlich gut sich so nach außen hin eine Seite dann darzustellen, als wären sie die Unschuldslämmer in Person, und das können sie nie keiner Fliege ein Leid antun. Ne? Also ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in Bezug auf uns Menschen realistische Psychologie auch entwickeln, ne? Dass wir erkennen, ja, was Trauma mit uns macht und wie Trauma uns ja zu Mr. Jekyll und zumindest nicht mein Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Da ist es ja schon in dieser schönen Geschichte da dargestellt, Tag und Nacht, ja, also dass Menschen wie Tag und Nacht sein können. Und dann, glaube ich, verstehen wir viel mehr, warum wir Menschen so, wie wir sind, als wenn wir uns so an solchen verkürzten psychologischen Weltbildern festhalten. Ein Körper, eine Psyche, eine Persönlichkeit, das ist längst widerlegt eigentlich. Also du hast es eigentlich für mich gut zusammengefasst, das heißt ganz klar, man bekommt von der Mutter keine Liebe, im Gegenteil, das ist dann, man wird verkauft,
dann hat man natürlich das Gefühl, was ich muss falsch sein, wahrscheinlich sogar unbewusst, wenn meine Mutter mich nicht liebt, dann bin ich falsch, dann ist das genau, habe ich das verdient. Und so bildet man natürlich entsprechende Gefühle auf und so werden natürlich diese wehrlosen Kinder wahrscheinlich trainiert, zum Schauen, geht das nicht. Und wenn das geht, dann machen sie weiter, ansonsten wird es dann wahrscheinlich im schlimmsten Fall einfach ein Opfer sein. Ja, Kinder sind diesbezüglich, gerade in Bezug auf ihr Verhältnis, ihre Mutter, Mama und Papa, die lieben ihre Eltern dermaßen, die bewundern sie auch und so. Die kannst an der Stelle sind die so zu packen, ja. Ja, und dann, wenn du dann merkst, Mama hat mich nicht lieb und dann kommt jemand und gibt dir dann ein Vertrauen und ist sehr sympathisch und liebevoll und alles ist gut und du bist toll, dann glaube ich, ist das ums Kind geschehen. Weil das ist ja dann, wenn du mir vorstellst, das Kind möchte ja die Liebe haben und dann kommt ein Externer und gibt genau die Liebe, die es sich gewünscht hat. Und dann gibt es vielleicht die andere Seite, wo du dann nicht richtig verstehen kannst, wie es aber programmiert, um dann abzuspalten, die Schmerzen nicht zu spüren. Und dann sagst du, ja, aber er ist ja vielleicht doch ein Lieber, geht er mit mir lieb um. Und das andere wird dann wahrscheinlich ausgeblendet, weil von der Mutter oder vom Vater bekommst du es nicht. Und da kommt wahrscheinlich der Überlebensinstinkt dann auch dazu, weil diese extreme Schmerzen, geht es dann nur noch zum Überleben. Und da, die Kombination ist dann sowas von krass, dann macht wahrscheinlich dann jeder Mensch das dann auch mit. Das ist wahrscheinlich so die Zusammenfassung. Siehst du das, Chantal? Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst? So als Laie jetzt? Ja, also wir haben ja hier den Fachmann dabei, der das besser... Nee, aber im Sinne von, weißt, vom Erleben, klar, ich bin sehr froh, dass er da ist, aber ich rede jetzt von den Betroffenen. Ja. Würdest du das als in dieser Laiensprache, wo ich ja benutze, das so sehen? Ja, würde ich auch so sehen, eben vor allem, wenn man dann eben diese Liebe bekommt oder beziehungsweise man denkt, es ist Liebe und dann ist es halt dann eben, dann kann eben das sexueller Missbrauch passieren, weil das Kind denkt, es ist dann Liebe, es ist Aufmerksamkeit, was es bekommt, was es ja vielleicht auch nicht hat. Ja. Und so kann, also so geht es in Missbrauch hinein. Okay. Ja. Und dann verstehe ich das richtig, dass das Extreme, wo man dann erlebt, das wird dann wie ausgeblendet. Da gibt es dann gewisse Muster, wo dann der Schmerz, dass du den Schmerz schon spürst, aber wie umprogrammiert. Und es wird dann auch nichts erzählt, weil er ist ja sonst ganz ein Lieber. Soll ich das erklären? Also als Kind, weißt du, merkst du im Prinzip einfach vielleicht so ein komisches Bauchgefühl, irgendwas stimmt nicht, ja. Aber es ist doch mein lieber Papa oder meine liebe Mama, die ich doch so lieb habe. Also das, was da vom Gefühl her nicht stimmt, da findet man gar keine Worte dazu, man kann das gar nicht erklären. Also, ja, würde ich das so erklären, dass es einfach dann am besten abgespalten wird, weil das passt nicht dazu, dass es ein lieber Papa oder eine liebe Mama ist. Das passt irgendwo nicht dazu, das kann nicht eingeordnet werden. Also muss es ja irgendwann abgespaltet werden, weil man findet sonst gar keine Erklärung dazu als Kind. Ja. Und man will das ja auch gar nicht haben, dass der Papa eben der böse Papa ist. Und ich bin da ein Paradebeispiel. Ich habe, bis ich 30 Jahre alt war, habe ich meinen Vater, also meinen Kultvater, habe ihn gelobt und das war irgendwie der Beste und ich habe das Allerbeste in ihm gesehen, obwohl, wenn ich zurückdenke, kann ich mich überhaupt nicht mehr verstehen heute. Also das war ganz, ganz ein schwieriger Mensch und er hat sich ganz daneben, oft sehr daneben verhalten, aber ich habe ihn gelobt, weil ich ihn einfach lieben wollte. So erkläre ich mir das heute. Und als Kind, ja, ist das natürlich so. Und solange das nicht aufgelöst ist, dieser Zwiespalt, dieses Trauma, kann man das eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen, kann man das ja nicht verstehen. Ja, für mich immer wieder sehr emotional diese Thematik. Ich finde es wichtig, dass man darüber redet. Ich merke aber auch, dass es mich natürlich auch beschäftigt, weil
Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich versuche es zu verstehen, aber es fällt mir extrem schwer, wie ein Mensch sowas tun kann. Aber du hast es versucht, uns näher zu bringen, was da bei Menschen abgeht, warum sie sowas tun. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Menschen, die jetzt zuschauen, mit dem etwas anfangen können, dass sie vielleicht nicht zu stark in die Emotionen runtergehen, weil es ist auch eine Gefahr, dass jemand dann abstürzt, vielleicht sogar getriggert wird, dass man versucht zu sagen, hey, versucht nicht da dieser extreme Hass. Ich habe schon viele Mails bekommen, dass sie damit schwer umgehen können. Viele schauen auch gar nicht zu, weil sie damit nicht umgehen können. Ich persönlich befürchte, dass wir früher oder später dieses Thema anschauen müssen, weil ich glaube, das ist die Wurzel des Bösen, also des Bösen in, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und deshalb, früher oder später, kommen wir nicht drum herum, das anzuschauen, weil sonst glaube ich nicht, dass wir das als Menschheit zusammen schaffen. Aber für Franz vielleicht ein paar Worte von deiner Seite. Ja, also ich kann das nur bestätigen, was du jetzt sagst, Roger, diese Wurzel des Bösen. Ne? Also das Böse ist nicht irgendwo, dass da irgendwo Gott und die Engel und der Erzengel und irgendwann gestritten haben miteinander und dann gab es den Satan und der hat sich dann sozusagen verselbstständigt und so, sondern die Wurzel des Bösen liegt im Mutter-Kind-Verhältnis. Ja? Mhm. Also wenn ein Kind eben diesen Schmerz erlebt und erleben muss, meine Mama, die liebt mich nicht, die schützt mich nicht, im Gegenteil, die verrät mich sogar und liefert mich auch aus, dann entsteht einfach das Böse in einem Opfer. Also das Opfer wird dann böse, das wird dann dunkel, ja, mhm. Und es kann sich dann bis zum Hass aussteigern, Hass auf Menschen, Hass auf die Welt, Hass auf alles, was lebendig ist, weil ich so enttäuscht bin, dass ich nicht geliebt werde, ja. Mhm. Und deswegen wird dieses Böse immer wieder generiert. In jedem Mutter-Kind-Verhältnis liegt eine Chance auf das Gute, auf Liebe und auf gute Entwicklung, aber in jeder Mutter-Kind-Beziehung liegt auch die Chance auf den, also die Möglichkeit des Bösen, also dass da was Böses entsteht daraus. Und deswegen müssen wir da insgesamt, glaube ich, als Menschheit diesem Thema ganz viel Aufmerksamkeit widmen und gucken, dass eben Mutter-Kind-Verhältnisse, dass die viele, 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 viele Chancen haben, gut zu sein, gut zu werden. Und da muss man gesellschaftliche Ressourcen auch aufwenden damit und die Mütter unterstützen und die Mütter entsprechend vorbereiten und so weiter und so fort. Also damit wir da als Gesellschaft eben nicht von sozusagen immer wieder das Böse neu erzeugen und dann eben diese Menschen haben, die böse sind, die böse, dieses Schwarze, dieses Dunkle in ihrem Herzen haben und dann von daher auch auf die Menschheit losgehen. Ja? Also das ist eine Traumafolge. Also das Böse ist eine das Böse in Anführungszeichen ist eine Konsequenz von Trauma und speziell von dem Trauma im Mutter-Kind-Verhältnis. Natürlich sind später andere Traumata auch, spielen auch mit rein, was den Vater anbelangt und so weiter. Aber der Kern, also da gebe ich dir jetzt absolut recht, Roger, dieses der Kern des sogenannten Bösen, der liegt im Mutter-Kind-Verhältnis. Deswegen ist es so, mir auch so wichtig, darauf hinzuweisen, weil ich das jetzt über 30 Jahre Therapieerfahrung habe ich immer gemerkt, wann immer du mit einem Menschen arbeitest, du landest im Endeffekt bei seinem Verhältnis zu seiner Mama, was da alles schiefgelaufen ist und wie das dann dazu geführt hat, dass das Kind dann vielleicht sich an den Papa wendet und der Vater missbraucht dann den Körperkontaktbedürfnis des Kindes dann für sexuellen Übergriffe und so weiter. Also das sind so Kernthemen und das, glaube ich, wird uns, deswegen, ich glaube auch nicht, dass der Kampf gegen Satanismus jetzt irgendwie die Welt retten wird, aber ich glaube, wir können da viel drin erkennen. Ja? Wir können auch gerade in dieser satanistischen Überlebensstrategie, die dann manche Menschen und Gruppen und sowas wählen, können wir eben was erkennen über uns Menschen und das sollten wir ja nutzen, um unser Bewusstsein dazu entwickeln, daraus und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Du hast den Satanismus erwähnt, dass man das vielleicht nicht die Rettung ist, aber ich habe ja da, meine Gedanken sind folgende, wenn jemand Satanismus und dann auch noch rituelle Satanismus betreibt, ist ja das dann nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn jemand einen Übertritt macht, weil er vielleicht
Nähe sucht zu seinem Kind, was ich absolut nicht gut finde. Aber das ist dann wahrscheinlich schon nochmal eine ganz andere Schiene. Und in Bezug auf die Organisation, wenn, gehen wir davon aus, dass Chantal recht hat, dass das Organisationen sind, die das genau wollen, dann denke ich schon, dass wir gute Chancen hätten, wenn wir dieser Satanismus oder diese rituelle Gewalt zur Strecke bringen könnten, weil das dann irgendwie Luft geben würde für die anderen Menschen, dann sich zu outen, darüber zu reden und dann schlussendlich auch, dass Therapeuten wie du jetzt und so mehr sich dem Thema annehmen, wenn du nicht immer diese Bedrohung im Nacken spürst. Das ist ja nicht ein schönes Gefühl. Ja, klar. Also ich will ja nur sagen, damit wir müssen es benennen. Ja, wir müssen erst mal benennen und können sagen, okay, der Satanismus so schrecklich er in seiner Praxis ist, so sagen wir, so banal ist er in seiner Logik. Ja, ist einfach eine Täterlogik. Es ist eine Täterlogik, zu sagen, okay, man soll kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn man schlechte Dinge macht, wenn man schlimme Dinge macht, wo einem sein Gewissen sagt, das darfst du doch nicht machen, das geht doch nicht, das, und das widerspricht auch dem, ne? Du willst ja auch nicht, dass andere Menschen dich so behandeln und so. Also wo so gegen versucht wird, so gegen, mit aller Gewalt gegen das eigene Gewissen anzukämpfen und nicht so mit aller Gewalt gegen das eigene Gefühl anzukämpfen. Man kann nur sagen, also jetzt würde ich fast sagen, arme Leute, ja, dass ihr sowas macht und dass ihr euer Leben sowas widmet. Ihr werdet nie glücklich sein dadurch, ihr werdet nie die Chance haben, ein zufriedener Mensch zu sein. Ihr seid halt abgestumpfte Menschen, ihr seid gefühllose Menschen und das ist halt auch etwas, was ich vor viele Menschen, die dann in Therapie kommen, die haben viel erreicht im Leben, ja. Die haben auch vielleicht Geld, die haben auch Macht, aber die sagen, ich fühle nichts, ich spüre nichts. Und damit ist alles, also wenn du nichts mehr spürst, ja, wenn du es nicht mehr fühlst, ist alles sinnlos. Und deswegen, glaube ich, ist so dieser Satanismus ja auch der Versuch, jetzt dieser Sinnlosigkeit nochmal einen Sinn zu geben. Ja, weil wir jetzt irgendwie die Menschheit retten, indem wir eine Elite heranzüchten von Menschen, die nichts mehr fühlen und die gefühllos sind. Ne? Also so gesehen würde das in Anführungszeichen Sinn machen, wie du das erklärst. Das kann ich nachvollziehen. Was ich einfach merke aktuell, ist es natürlich für mich ein bisschen ein Plan, wie man die Familien trennt. Das heißt, die Kinder gehen in die Kita. Also das heißt, morgens um 7 hast du da Verkehr bei der Kita, gibst deine Kinder ab, dass du arbeiten kannst, dass du zweimal im Jahr deinen Urlaub finanzieren kannst, dass du dein dickes Auto fährst. Ich formuliere jetzt es überspitzt, aber es geht ein bisschen so, weil wir oftmals das Glücklichsein auch mit Materialismus und Image und so weiter kombiniert haben. Und wir sind in diesem Hamsterrad und sind am Treten und am Treten und merken gar nicht mehr, dass wir da nicht mehr rauskommen. Und das Gleiche mit den Großeltern, die sind dann plötzlich zur Last geworden, dann muss man versuchen, die abzuschieben. Weil früher war man ja wie eine Sippschaft, wo die Großeltern auf die Kinder geschaut hat. Das war ein Austausch. Und ich glaube, dort sollten wir wieder hin, dass wir uns als Familie spüren. Und ja, das, da muss man vorsichtig sein. Es gibt ja heutzutage auch gerade unter den Grünen und so und den ganzen Linken gibt es ja immer so die Familie und so. Das ist es nicht so. Der Staat sorgt dann für die Kinder und so weiter. Weil natürlich viele auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie das, was sie in ihren Familien erlebt haben, das war nicht schön. Ich habe ja auch in dem Sinne in meiner Familie Sachen erlebt, wo ich sage, das war überhaupt nicht schön für mich und auch für meine Geschwister nicht. Also man darf also nicht jetzt die Familie hochhalten und sagen, ja, zurück zur alten Familie, das wird auch nicht funktionieren. Genauso wie das nicht funktioniert, jetzt zu sagen, wir lösen die Familie auf, wir atomisieren alles und der Staat sorgt dafür und am Schluss tun wir die Kinder sogar noch künstlich in irgendwelchen künstlichen Gebärmuttern heranzüchten und so weiter. Also das wird auch nicht funktionieren. Ne? Aber was funktioniert, und das, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, die Mutter-Kind-Bindung. Also wir müssen auch den jungen Frauen und so, wir müssen denen irgendwie so Mut machen und sagen, du, wenn du Mutter werden willst, das ist eine großartige Geschichte und das ist ein riesen Job, den du da machen wirst, aber du wirst nur glücklich sein, wenn du selber darauf, wenn du voller Liebe sein kannst. Du musst erstmal so auch deine eigene Liebe entdecken zu dir selber und so und zum Leben und dann kannst du für ein Kind auch gut da sein. Ne? Weil es ist ja teilweise jetzt so, man kann das fast sagen, da rennen die jungen Leute auf Demonstrationen für Klima und Friday for Future und nehmen die Natur wichtiger als ihre eigenen Kinder. Ja? Also wo Kinder dann schon gar so gesehen wird, jedes Kind ist ein Stück zu viel für die Natur, weil die Natur dadurch
wieder Ressourcen verbraucht wird und so. Also wir leben momentan in einer ideologischen Sackgasse, ja, wo man sagen kann, das führt zu nichts. Das wird zu nichts führen, ja. Am Schluss ist die Natur gerettet und die Menschen sind ausgestorben, ja. So in etwa, ja. Oder die Globalisten beherrschen dann die Welt und so, aber wen beherrschen sie dann? Roboter, ja. Also Menschen, die sich zu Robotern gemacht haben und so. Also für was soll das Ganze? Es ist so sinnlos, ja. Und deswegen brauchen, glaube ich, auch wir Menschen, wir brauchen wieder diesen ursprünglichen Sinn, ja, den Sinn unseres Lebens, der darin besteht, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass jeder eben bei sich ist, seine eigenen Bedürfnisse gut dafür sorgt und dass sich gut spürt und so und damit auch aus dieser Souveränität, dieser persönlichen Identität heraus in der Lage ist, auch für seine Mitmenschen und gerade auch für Kinder dann da zu sein. Ja? Also das ist für mich so der Reset, den wir eigentlich brauchen. Alles andere ist Quatsch, das sage ich mal. Also ist einfach intellektuell auch gesehen sowas von kurzsichtig, ja, geht nie auf und wird nicht funktionieren. Kann man noch so viel Gewalt anwenden, letztendlich führt halt, die ganze Gewalt führt nur dazu, die Menschen und jeder, der da mitmacht, der zerstört sich auch selber. Ja. Also ich glaube, wir brauchen auch da wieder so eine Klarheit in unserem Denken, was ist eigentlich wichtig im Leben und für was lebe ich eigentlich, für was bin ich da, was ist der Sinn und Zweck meines Daseins, und der kann unmöglich darin bestehen, die Klimaerwärmung zu verhindern. Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich denke, da geht es dann schlussendlich zurück zu dir selber. Die Liebe zu dir selbst, die Selbstliebe, dass man sich selber auch spüren kann. Wenn man sich selber, glaube ich, voll respektiert, dann hat man, denke ich mal, automatisch auch einen Respekt gegenüber den Mitmenschen. Und das, glaube ich, ist sicher ein anzustrebendes Ziel. Weil viele definieren sich nicht mehr über sich selber, sich zu fühlen, sondern höher, größer, breiter, stärker, teurer. Und das ist keine gesunde Entwicklung. Und das sollten wir unbedingt schauen, dass wir das irgendwie verändern können. Genau, der Blick ist immer nach außen gerichtet, auf die anderen und was denken die anderen von mich und wie werde ich von den anderen gesehen und so weiter, statt sich selbst mal anzuschauen, wie sehe ich denn mich selber? Und wenn ich wirklich gut im Kontakt mit mir selber bin, ja, da können die anderen über mich denken, was sie wollen, ja. Wenn ich weiß, ich bin okay, so wie ich bin, und ich liebe mich selber und ich stehe zu mir und ich habe da so einen Begriff mit mir in einer guten Resonanz, in so einer emotionalen Eigenresonanz, da kann einer kommen und sagen was, über mich, was er will, ja. Ich sage, okay, das ist deine Geschichte, du hast deine Gründe, diese Dinge so zu sehen und so, aber dieses vor sich selbst davonlaufen, also dieses Kämpfen mit anderen und zu meinen, muss jetzt die Welt retten oder auch immer, auf welche Weise auch immer, ist ja oft auch eine Flucht vor sich selber. Also eine Flucht vor der Auseinandersetzung mit sich selbst. Da haben die meisten die Hosen voll, ja. Und dann lieber kümmere ich mich um alles Mögliche aus da draußen, bloß nicht um meine eigenen Themen. Ja, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst, weil da viele sich dann auch nicht trauen, weil das ist meistens ungemütlich, sich selber anzuschauen und zu reflektieren. Da hat mir zum Beispiel diese Community sehr stark geholfen, wenn du da vor vielen Menschen redest, Fehler machst und so weiter oder Emotionen hast, die lebst, da konnte ich viel reflektieren und sehr viel über mich selber erfahren. Das war für mich wie eine Therapie mit tausenden von Menschen. Also bin ich sehr dankbar, weil das ist genauso, wie du sagst. Wenn es dir plötzlich egal ist, was andere über dich denken, dann bist du frei. Und wenn du dann das noch schaffst, dich selber so zu akzeptieren, wie du bist, dann hast du die Liebe in dir und die kannst du auch weitergeben. Und einige sagen, und ich teile diese Meinung auch, wie willst du andere Menschen lieben, wenn du dich selber gar nicht liebst? Ja, und wir müssen sehen, jeder von uns hat dieses Liebespotenzial in sich. Und das ist ja auch etwas, was ich in der Therapie dann mit den Menschen mache, die so verbittert sind und die dann so und auch Anteile in sich haben, die so gar nicht mehr dran glauben, dass es was Gutes jemals noch im Leben geben kann. Ich führe sie immer wieder zurück an diesen Ursprung, in dem, wie sie entstanden sind, ja, voller Lebensfreude, voller Liebe. Und das ist da. Ja, also wie kann ich denn lieben, wenn ich nie geliebt worden bin und so? Also wird dann oft geklagt und so, sage ich, du kannst lieben, auch wenn du nicht geliebt worden bist, weil die Liebe in dir ist, weil du dieses
Riesenliebespotenzial, das hast du quasi mit in die Wiege bekommen. Das ist einfach, das gehört zur menschlichen Grundausstattung dazu, ja. Und deswegen wollte ich ja sagen, da kann sich auch keiner rausreden. Ja. Also es ist nur eine Frage, ob du dich traust, weil um zu dieser Selbstliebe zu kommen, musst du leider, wissen wir ja vom Paradies, da muss man sich irgendwie durchbeißen, bis man ins Paradies kommt. Du musst durch diesen Schmerz durchkommen, auch ein Stück weit. Ja. Aber es geht. Also das ist jetzt auch nicht eine Geschichte, die völlig unmöglich wäre. Es geht vielleicht jetzt nicht in einem Anlauf, es geht in mehreren, aber das geht, dass du auch immer dich mit diesem Berg von Schmerz, der sich da vor deine Liebe gestellt hat, wo du das auch als Schutzmauer dann dir aufgebaut hast, den kannst du abschmelzen. Das geht, das funktioniert. Das ist eigentlich so die gute Botschaft, die ich jetzt nach vielen Jahren therapeutischem Dasein einfach weitergeben möchte. Dass es wirklich geht. Chanda, wir wollten dich nicht außen vor lassen. Entschuldige bitte, wir sind da ein bisschen ans Philosophieren gekommen. Würdest du das abschließend auch so sehen, dass du sagst, dein Prozess war wichtig, dann einfach zu dir selber Ja zu sagen, dass du diesen Schritt gehen kannst? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also bei mir war auch der erste Schritt, dass ich einfach mir reingestehen musste, okay, das, was ich erlebt habe, habe ich erlebt, das gehört zu mir und das ist meine Lebensgeschichte. Und dann weitere Schritte, was mache ich jetzt damit, was kann ich damit überhaupt auch an Gutes bewirken in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen. So diese, das waren so Prozesse. Also ich sage jetzt das in einem oder zwei Sätze, aber das sind natürlich jahrelange Prozesse gewesen. Ja. Und es ist nicht einfach jetzt fertig, einfach in dem, dass ich jetzt hier sitze und da mit dir das Interview mache, Roger. Also das ist es ja nicht, aber ja. Aber ich glaube, wenn wir, also das ist meine Wahrnehmung, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts mehr lernen, dann läuft irgendwas schief. Ich persönlich bin froh und sehr dankbar, dass ich jeden Tag lernen darf, und zwar auch bei jedem Menschen und bei jeder Situation, wenn man das möchte, wenn man bereit ist. Und was mir persönlich hilft, vielleicht auch da ein bisschen in diese positive Schiene zu kommen, über die Dankbarkeit. Und viele sagen, ja, für was bist du dankbar? Ich habe doch nichts. Ich sage, ja, Moment, da gibt es kleine Sachen, wo du dankbar sein kannst. Wenn du einen Spaziergang machst in der Natur, finde ich, das bin ich sehr dankbar. Wenn ich eine Blume in die Hand nehmen kann und die beobachten, das ist vielleicht lapidare Sachen. Aber es gibt viele Sachen, wo man dankbar sein kann. Und ich spüre diese, über die Dankbarkeit komme ich persönlich in die Liebe. Gelingt mir nicht immer, aber das ist etwas, was ich empfehlen kann, auszuprobieren. Das hilft mir, vielleicht anderen auch. Und dann dieses Gefühl, sich selber zu spüren und den Mitmenschen versuchen mitzugeben. Das ist so meine Art und Weise. Vielleicht habe ich das jetzt so ein bisschen nicht therapeutisch ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich möchte mich bei euch allen bedanken. Die Zeit rinnt wie im Fluge. Wir sind schon über eine Stunde 20 Minuten dran und ich kann mir einfach nur Danke sagen. Ich fand es toll, dieses Gespräch. Ich habe dich vorher nicht gekannt, muss ich zugeben, aber ich bin sehr dankbar, dich so kennenlernen zu dürfen. Hast bei mir einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, wie du das formulierst, wie du damit umgehst. Und das freut mich natürlich sehr, dass es so Menschen und solche Therapeuten gibt, die für die Menschen da sind und sie unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass wir den einen oder anderen etwas mitgeben konnten und auch vielleicht Mut schöpfen, weiterzugehen und nicht zu verzweifeln und nicht das Gefühl zu haben, das ist das Ende der Welt. Nein, im Gegenteil, ich sehe es als Chance, dass wir da eventuell was ändern können miteinander. Ich glaube, miteinander ist auch ein Punkt, dass wir dieses Egotum mal auf der Seite lassen. Jeder ist nur noch für sich selbst beschäftigt, dass wir füreinander da sein können. Es ist ein schönes Gefühl, in einer Gemeinschaft sein zu können, auch wenn sie klein ist. Und da möchte ich die Leute motivieren. Vielleicht beide noch kurz ein Schlusswort, wenn ihr mögt. Ja, mir geht's genauso, Roger. Also ich habe dich vorher auch nur durch deine Sendungen, die ich gesehen habe, bewundert dich sehr, muss ich wirklich sagen. Also wirklich Hut ab vor dem, was du machst, was du da aufgebaut hast so die letzten Jahre. Also bist du für mich auch ein wahnsinnig wichtiger Mensch geworden, wo man weiß, da kann man irgendwie
mal reinschauen in seine Sendungen und da wird man, erfährt man neue Sachen und da triffst du auch auf Menschlichkeit, ja, in einem guten Sinne. Und ja, auch Chantal, also auch dich bewundere ich sehr, sehr, muss ich sagen. Also, dass du dich da so traust, dich da in die, zu exponieren und auch in natürlich auch so diese Gefahr dann auch zu setzen, na, dass du da verfolgt wirst und so. Also, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute und ich denke, Dankeschön. Dass du auch weißt, was du tust, weil du irgendwo an deinem inneren Kern gelandet bist, ja, und dass da nicht jetzt ein Rachemotiv, glaube ich, bei dir die Rolle, ausschlaggebende Rolle ist, sondern dass du einfach was beitragen möchtest, dass Menschen aus deinen Erfahrungen heraus was auch für sich dann lernen können. Ja? Also das bewundere ich auch sehr. Also von daher vielen Dank an euch beide. Dankeschön. Ja, ich kann mich auch einfach bedanken, auch bei dir, dass du ja dazugekommen bist und das hat mir jetzt wirklich auch ein paar Punkte, wo ich wieder habe, um weiter darüber nachzudenken, auch an so Blickwinkel, ich bisher noch nie so auf diese Sache oder auf Täterherz zum Beispiel, auf diese Art, wie du das erklärt hast, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist sehr spannend und danke dafür. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal. Dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend und wir bleiben sicher in Kontakt und bis bald. Macht's gut. Ja. Tschüss, tschüss zusammen, bye bye. Tschüss. Ciao. So, das waren die zwei ganz liebe Menschen und jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Ja, es ist ein schweres Thema, es fällt mir immer wieder schwer, weil es mich einfach emotional betrifft und mich toucht und jetzt natürlich auch die Worte von Franz haben mich sehr berührt. Toll. Und ich bin froh, dass man da einen Beitrag leisten kann. Ich habe euch das gesagt, einige schreiben mir, ja, pass auf dich auf. Und so, nee, Blödsinn, ich möchte nicht in die Angst gehen, ich möchte in der Liebe bleiben und das Vertrauen zu haben, dass man ist geschützt. Und wenn der Tag X da sein sollte, dann ist er da, Punkt. Und da soll man sich nicht einschüchtern lassen, weil ich kann nicht mehr wegschauen. Ich möchte definitiv mithelfen, das aufzuklären und wenn es nur ein einziges Kind ist, das etwas weniger erleben muss durch diese Sendungen, dann hat es das Ganze schon erreicht und ich hoffe, dass wir zusammen den Weg gehen können. Ich weiß, dass viele diese Sendungen nicht schauen können, weil sie ans Limit kommen und ich kann es verstehen. Ich habe es aber vorher schon erwähnt. Ich denke, wir müssen früher oder später das anschauen. Der Sumpf ist sehr tief und ich glaube, da kommen Sachen an die Oberfläche, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und ich danke euch, Community, die Menschheitsfamilie. Wir werden uns Teil 8 nächsten Donnerstag wahrscheinlich wieder sehen. Und in dem Sinne, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Die Menschen, die mich länger kennen, merken das wahrscheinlich. Und ja, bis bald. Und denkt daran, glaub mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.